mit einem Pfeilgeschoss des Blicks versuchte sie zu sprechen und die Herzen all der Männer zu bewegen, die sie so oft in ihres Vaters Haus begrüßt. Agamemnon, vor allem Volk, erschlug er Iphigenie, mein Kind! Was hast du vor, den eigenen Ehemann? Um eines Weibes willen haben wir die Stadt in Staub zertreten. Sein Spruch ist jetzt erfüllt, denn tot ist Agamemnon. Viel Gutes bahnt sich an, das ich genießen möchte.